herzlich willkommen zu Jan kocht. Was haben wir heute vor? Wir machen Spinat mit Reis auf afghanische Art. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Spinat, Zwiebel, Knoblauch und jetzt fängt es schon an, etwas spezieller zu werden, ein bisschen Paprika. Dann brauchen wir Kichererbsen. Da nehme ich immer die Kichererbsen aus dem Glas oder aus der Dose. Die sind dann schon einigermaßen weich. Wenn man getrocknete Kichererbsen nimmt, dann muss man da ganz schön lange drauf rumkochen, damit es was wird. Ja, spannend wird es durch die Gewürze. Erstmal das Übliche, ein bisschen Dill, ein bisschen Petersilie. Dann haben wir Kreuzkümmel als ganze Saat, eine Ladung Kurkuma, Gemüsebrühe. Ich habe hier drin eine afghanische Gewürzmischung. Dann natürlich Pfeffer und Salz, das kommt alles nachher in der Pfanne in den Spinat. Spannend wird es dann noch beim Basmati-Reis. Da kommen auch ein paar ungewöhnliche Dinge dazu. Natürlich erstmal als Basis Basmati-Reis, als Gewürz Salz. Dann haben wir Berberitzenfrüchte. Das sind hier so kleine rote Früchte. Berberitzen kennen die meisten eigentlich eher so als Zierstrauch. Rotblättrig, kleine dunkelrote Blätter mit Dornen dran, steht an Beeteinfassungen, wo keiner reinlaufen soll. Dass man die Früchte essen kann, wissen die wenigsten. Ziemlich lecker, kommt nachher mit in den Reis. Und wir haben hier die Möhren. Die Möhren werden geschält und dann in dünne, feine Streifen gerieben. Und zu guter Letzt wird der Basmati-Reis noch mit ein bisschen Safran eingefärbt. Diesmal macht Safran nicht den Kuchengel, sondern den Reis. Ja, ich bereite jetzt alles vor, das heißt die Kichererbsen aus der Dose abtropfen lassen, die Paprika in kleine Stücke schneiden, die Kräuter häckseln, Zwiebel schneiden, Knoblauch schneiden und den Spinat auch aus dem Tiefkühlbeutel nehmen. Und wenn das alles vorbereitet ist und in kleinen Schälchen hier steht, dann sehen wir uns wieder. Ja, für unseren afghanischen Spinat mit Basmati-Reis ist jetzt alles vorbereitet. Ich habe hier eine große Pfanne, in der machen wir den Spinat. Die drehe ich jetzt mal auf volle Kraft voraus. Hier geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Und dann wollen wir hier die Zwiebeln, Knoblauch und den ersten Schwung Gewürze schon mal gleich anschmoren. Ich habe das hier klein gehäckselt. Und das tun wir hier rein. Bei der Größe der Pfanne dauert es immer einen Augenblick, bis das in die Gänge kommt. Wir können aber schon mal Kurkuma, da brauchen wir ein bisschen mehr als einen Esslöffel voll. Das ist hier so die Menge, die hier noch im Glas ist, muss ich dann nachkaufen. Das geben wir da rein. Kreuzkümmel habe ich mich hier eines Besseren belehren lassen. Sind nicht die Samen, sondern die Früchte. Und davon geben wir hier einen Esslöffel dazu und schmoren das auch mit an. Und dann haben wir auf dieser Seite schon mal den ersten Schwung der etwas besonderen Gewürze mit drin. Und brauchen aber doch noch ein bisschen mehr Öl. Und lassen das dann anschmoren. Ja, im zweiten Topf wollen wir den Reis machen. Da müssen wir auch erstmal ein bisschen was anschmoren. Und zwar unsere Möhren, die habe ich hier so in Streifen geraspelt. Die schmoren wir jetzt ganz leicht an, auch in einem kleinen bisschen Olivenöl. Und dazu geben wir dann auch ein ganz klein bisschen Safran. Das färbt ja wie Teufel. Da gebe ich hier so ein paar Fäden, wenn ich sie denn zu fassen kriege. Naja, so viel sollten es jetzt nicht auf einmal sein. So ein paar packen wir da mal rein und geben dann die Wurzeln hinterher. Man hört, es zischt, es schmurgelt und wir drehen das auch gleich kleiner, weil wir wollen hier nichts anbrennen lassen. So, wenn beides angeschmort ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier nochmal schön wenden und durcheinander mischen. Und gleich sehen wir uns wieder.
Simsalabim, weiter geht's. Zwiebel, Knoblauch und die erste Ladung Gewürze sind schön angeschmort. Wir geben hier dazu die Kichererbsen, die habe ich mal von der Soße befreit gehabt. Die geben wir hier rein. Dann die Paprika und dann kommt der Spinat dazu. Ich gebe vorher die gehackten Kräuter, also Dill, Currykraut und Petersilie hier rein. Auch das ist drin. Dann kommt schon mal dazu der Rührwürfel, der nirgends fehlen darf. Und dann kommt das spezielle afghanische Gewürz. Davon geben wir 4 Teelöffel hinein. Und können auch das drin haben. So, dann kommt der Spinat, der ist schon aufgetaut, also wird er relativ flüssig hier reinlaufen. Kommt hier dazu. Und das ist ein bisschen mehr als ein Kilo. Und damit das Ganze nicht anbrennt, geben wir gleich noch ein bisschen Wasser dazu. Und zwar so, dass das hier alles ein bisschen abgelöscht ist. Das muss jetzt noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Und zwar so, dass der Spinat warm wird und gar und vor allen Dingen die Paprika auch gar wird. Man ahnt jetzt schon ein schönes Farbspiel, die roten Flecken von der Paprika im Grün des Spinat, das sieht sehr fein aus. So, das lassen wir jetzt mal auf Stufe 5 bis 6 vor sich hin köcheln. Falls noch Wasser rein muss, gießen wir Wasser nach. Ja, hier haben wir die Wurzel angeschmort mit etwas Safran. Was wir jetzt hier machen ist, den Basmati-Reis. Normalerweise nimmt man immer den Reis zuerst und gibt da rein dann die doppelte Menge Wasser. Ich weiß, dass ich für 4 Personen 4 von diesen Gläsern an Reis da rein tun werde. Ich habe hier schon mal 8 von diesen Gläsern Wasser und damit lösche ich das Ganze ab und gebe das Wasser hier schon mal komplett rein, damit ich das gut umrühren kann. Bevor der Reis reinkommt, geben wir hier nochmal einen guten Teelöffel Salz dazu, beziehungsweise 1,5. Auch auf den Spinat geben wir nochmal eine ordentliche Ladung Salz, damit das auch hier gut gewürzt ist. Und dann geben wir noch ein bisschen Pfeffer über den Spinat. Und auch hier alles drin, alles dran. Jetzt Simsalabim, alles fertig. Wir müssen noch die Berberitzen unter den Reis rühren. Das ist schnell getan, die müssen nur ein bisschen warm werden. Und dann können wir den Reis in die Schüssel geben. Und während die warm werden, können wir den Spinat schon in die Schüssel füllen. Auch hier alles gut geworden, dass man sieht, was wir gemacht haben. Halte ich hier mal die Schüssel, solange es geht, in der Hand. Und wir sehen, prima Spinat, Kichererbsen, Paprika. Langsam wird es auch in der Hand warm, aber es könnte klappen, alles in die Schüssel zu kriegen. So, Spinat ist fertig
Und uns fehlt noch der Reis. Den füllen wir in die andere Schüssel. Und man kann hier schön sehen, goldgelb vom Safran, rot leuchten die Berberitzen raus und ein kleines bisschen orange dazwischen ist unsere geraspelte Möhre. So, fertig zum Servieren, Spinat und Basmati-Reis. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und auf Wiedersehen bei Jan kocht.